dabei. Die einzige Falte, die ich habe, auf der sitze ich, sage ich immer gerne. Absolut super. Wir sind voll begeistert. Wir sind dankbar, dass du heute die Zeit hast, hierher zu kommen. Das sind alles erstrahlende Vertriebspartner, die das Produkt nutzen und weitergeben an weitere Interessenten. Und was wir gerade erleben, man sieht es an der Begeisterung, selbst Birgit Frohwanges ist ja nicht Werbepartner in der Form, wie das ja gewöhnlich so ist, oder für Coca-Cola Werbung machen und Mineralwasser, sondern sie nutzt das Produkt tatsächlich. Und zu dieser Talkrunde laden wir jetzt ein, wo wir über das Produkt mit Birgit Frohwanges reden, Gesellschafter Michael Schmidt, den Thorsten Nickel und den Europavertriebsbeauftragten, wo ist er? Jörg Wittke. Auf die Bühne bitte. Okay, dankeschön. Ich muss ja nicht auf jede antworten, ne? Ach, das war der Trick, siehst du, ich wusste das da. Also, ich habe es gehört, 35 Jahre sind Sie jetzt im Fernsehgeschäft, richtig? Ja, ich bin seit 35 Jahren dabei. Ich habe angefangen beim WDR, da war ich lange hier in der Gegend beim ZDF, 10 Jahre. Und ich habe jetzt nächstes Jahr mein 20-jähriges Jubiläum mit Extra. Und da freuen wir uns natürlich sehr. Ich bin Mitte 50 und bin aber immer noch dabei. Also beim Fernsehen ist es ja so, man darf zwar älter werden, aber man darf ja nicht so aussehen. Und mit dem Produkt, was ich immer fleißig benutze, denke ich, da bin ich die nächsten 10 Jahre noch dabei. Was wir oben haben, das müssen wir tauschen. So, wunderbar, das funktioniert. Ich hätte mir einfach das Mikrofon. Das ist Müll. So, guckt. Gehen wir mal. Also, irgendwie kriegen wir das hin. Alles live. Ich aufgezeichnet. Also, jetzt, sie will es nicht zugeben, aber ich habe gerade eben schon gemutmaßt, dass sie schon heimlich, schon jahrelang unsere Produkte benutzt. Ist da was dran? Nein, also das mache ich jetzt das erste Mal tatsächlich seit ein paar Wochen, aber ich bin so ein Beauty-Junkie. Ich interessiere mich sehr für Anti-Aging, für länger jung bleiben. Also ich bin gegen die Schnippelei und Aufspritzung und Botox, bin ich eigentlich dagegen. Und ich finde, mit diesem Produkt ist das wirklich eine gute Alternative. Was ich allerdings mache, ich ernähre mich gesund, ich gehe nicht in die Sonne, beziehungsweise nur gut geschützt. Ich esse frische Sachen, also ich mache alles, was geht, außer Liften und Spritzen. Und auf so ein Produkt habe ich wirklich gewartet. Denn ich habe so viel, ich bin auch oft in Amerika und da habe ich das Produkt übrigens zum ersten Mal auch schon gesehen. Und dann habe ich gedacht, ach, das sind doch auch wieder nur leere Versprechungen, Anti-Aging, Falten weg, das gibt's einfach nicht. Ich habe schon so viel Geld ausgegeben für wirklich Kosmetik, Anti-Aging, Repair, keine Ahnung, habe es dann benutzt und habe dann darauf gewartet, dass sich was tut. Wenn man jetzt so ein Vergrößerungsglas nimmt, dann sieht man vielleicht auch, dass sich ein bisschen was getan hat bei den ganz hochpreisigen. Aber hier hat mich das sofort überzeugt, weil man es sofort gesehen hat. Ich wollte es nicht glauben. Wie gesagt, in Amerika habe ich es zum ersten Mal entdeckt, habe es aber nicht gekauft. Und dann hat mich hier eine Freundin angerufen, hast du schon gehört? Da war ja in diversen Fernsehsendungen ein Bericht darüber und die hat mir das dann zukommen lassen. Dann habe ich es erstmal liegen lassen, habe ich gedacht, was soll's. Dann habe ich es benutzt und ich habe das sofort gesehen, also hier um die Augen, dass sich das gestrafft hat. Meine Mutter war gerade da, meine Mutter ist 80. Und dann habe ich es bei meiner Mutter auf einer Seite aufgetragen. Und ich habe auch festgestellt, so, je tiefer die Falten sind, desto mehr wirkt das irgendwie. Also das war, ja, Miracle. Also das war einfach, man hat das sofort gesehen. Nicht nur nach 7 Minuten, also man hat gesehen, wie die Falten weggingen. Also das war unfassbar. Ich konnte das gar nicht fassen. Und dann kam die Anfrage über mein Management, ob ich nicht als Testimonial für das Produkt zur Verfügung stehen möchte. Da habe ich natürlich ganz laut Hurra gerufen. Das freut mich natürlich sehr, dass mich ein Produkt habe ich auch gefragt, ja, du machst ja jetzt Werbung für 7-Minute-Lift und so, wie ist denn das? Ich habe es auch schon fleißig verteilt, es wird auch genommen, meine Maskenbildnerin hat es da, wo da bin ich manchmal so ein bisschen, ich denke, bei jedem sollte das auch nicht anwenden. Das ist ja eine Bio-Creme, die ist ja wirklich vegan.
Ich habe erst gedacht, da sind bestimmt irgendwelche so komische chemischen Silikone und was es da alles gibt. Aber das ist es ja nicht. Und das finde ich auch so bemerkenswert. Also das sind ja wirklich nur Kräuter und Öle und auf natürlicher Basis wurde ja auch sehr gut getestet. Nein, ich bin da wirklich, wirklich von überzeugt. Wirklich. Wir lieben es. Andere Richtung fragen, weil wir würden vielleicht mal gerne wissen, oder gerade die Anwesenden, wie seid ihr auf so eine Firma gekommen? Jetzt brauchen wir ein Mikro. Ein Mikro würde uns jetzt weiterhelfen. Oder darf ich das hier einfach mal wegnehmen? Die Frau, die gibt nicht mal mehr ihr Mikro ab. Ich gebe es mir gerade hier rüber. Ja, das war eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Wir saßen montags in geselliger Runde und haben überlegt, wäre das prädestinierte Gesicht für Adonia Europe. Jeder hat einen Zettel, wir durften nichts sagen, jeder sollte mal so die Top 10 aufschreiben. Unglaublicherweise, nach Gottes Fugnis, auf jedem Zettel stand an oberster Stelle Birgit Schrober. Von der ganzen Person waren wir uns eigentlich ziemlich sicher, dass es die ideale Person für unser Unternehmen ist. Da kam natürlich die Frage, da wir absolut medienaffin sind, also null Ahnung haben, wie kommen wir an diese Frau dran? Es tat die ersten Wochen vieles uns schwer, aber wie das immer so ist, ich habe heute Morgen gesagt, Adonia wäre nicht Adonia, wenn wir es nicht möglich machen würden. Und alles, wenn man es bekräftigt will, wie ich es gestern schon sagte, gehen Sie zielorientiert Ihren Träumen nach, es kommt immer zu Ihnen. Genauso ist Birgit Schrober bei uns gelandet. Super, danke schön. Ich will den Thorsten bitte ganz kurz fragen, weil Thorsten ist einer der ersten, die im Prinzip in dieser Vertriebsform, im Direktvertrieb, Stars für Produktplacement genutzt hat. So, du hast, ich glaube, du hast Michael Schumacher, hast du Verträge mitgemacht mit Anastasia, mit Heidi Klum, Boris Becker. Boris Becker haben wir heute gespielt. Sag mir doch mal, was bringt das einem Unternehmen? Was ist der Effekt, wenn ein Unternehmen ein Produkt mit einem Gesicht, was derartig bekannt ist, positioniert? Warum halte ich mir das für die Nase? Ich hatte die ganze Zeit schon mal, warum brauchen wir jetzt zwei und wir haben so den Kreis? Man kann davon nicht genug kriegen. Also, nachdem das alles dann so eingetütet worden ist und der Michael da quasi Fakten geschaffen hat, kam er den Anruf, ich stand gerade am Deck der AIDA, was hältst du von Birgit Schrober? Ich habe nur ein Wort gesagt, perfekt. Ja, das wirklich, es passt perfekt. Und für mich ist es so, dass im Network die Firmen sehr skeptisch waren gegenüber der Zusammenarbeit mit Testimonials. Ich finde es aber gigantisch, es hilft uns, es hilft den Stars. Ich gehe mal davon aus, dass auch bei Ihnen auf der Homepage die Klicks nach oben gegangen sind, wie verrückt. Weil einfach hier jetzt plötzlich Fans da sind, die viel mehr Interesse haben, viel mehr Spaß haben, die Sendung auch gucken, immer bewusst und gezielt einschalten und auch sagen, guck mal, sieht noch besser aus als vor 10 Jahren. Und uns Networker hilft das extrem, aber wirklich extrem. Ich meine, mein Vortrag ist bei Network 2.0 und dieses Gesicht jetzt, dieses perfekte Gesicht für unser Produkt, ist einfach wirklich, das ist die Quadratur des Kreises. Wir haben jetzt wirklich eine perfekte Kombination aus Marketing-Tools und einem Testimonial, was perfekt zu uns passt, was erstklassig hier reinpasst und eben auch noch obersympathisch ist. Und noch die persönliche Begeisterung mitbringt, was der gerade ist. Ich habe jetzt noch mal eine Frage, auch eine persönliche Frage, weil die erlaubt sind. Botox, haben Sie gerade gesagt? Nein, nicht. Und die Kollegin. Gibt es Kolleginnen, die das vielleicht auch schon, vielleicht schon unser Produkt benutzen und auf den Trip mit Botox vielleicht gar nicht mehr drauf sind? So,
Ja, ich glaube, der Trend geht sowieso dahin. Also auch auf natürliche Inhaltsstoffe. Es geht ja auch beim Essen. Vegan Kochbücher sind total in. Und das ist genauso in der Kosmetik. Ich glaube, die Leute wollen nicht mehr diese Chemie und so weiter konsumieren. Und bei Botox, man weiß ja nicht, was man sich da in die Stirn gespritzt. Und bei diesen ganzen, man sieht es ja auch. Man sieht es auch. Wer es jetzt machen möchte, soll es um Gottes Willen machen. Also ich bin dafür, ich möchte gerne mein Gesicht bewegen und Mimik haben. Und das kann man mit 7-Minute-Liften, die Falten sind weg, man kann aber trotzdem noch Mimik haben. Und viele übertreiben das dann auch, machen dann zu viel und dann haben die so ein starres Gesicht. Also ich habe eine Kollegin bei RTL, den Namen sage ich jetzt nicht, die ist sehr auf Botox und so weiter fixiert. Und ja, die kam ganz aufgeregt zu mir und sagte, ja, hilft das denn jetzt wirklich und so? Und ich sage, ja, hilft. Lass mal Botox sein, lass die Falte wieder kommen und dann nimm das mal. Und ich werde das jetzt ausprobieren, aber bei RTL auch meine Styling-Chefin, die Maskenbildner, sie sind alle wirklich total begeistert. Und das ist das Schöne. Ich glaube, dieses Produkt lässt sich so einfach auch vertreiben und verkaufen, weil das die Mundpropaganda ist. Ich sage das jedem, ich werde es Weihnachten jetzt meiner Schwester, meiner Schwägerin, meiner Mutter, meinen Freundinnen, die werden das weitersagen. Und das Tolle ist ja auch, wenn jetzt jemand wirklich ganz wenig Geld hat und wirklich überlegen muss, kann ich das jetzt ausgeben? Also Botox ist ja eigentlich viel teurer als die Creme. Und wenn man dann halt 3 Empfehlungen ausspricht, dann bekommt man ja das Produkt. Das ist ja auch dann noch ein Anreiz. Also ich glaube, das ist einfach, das wird die Kosmetik revolutionieren, dieses Produkt. Das gibt es einfach nicht. So was habe ich noch nie und ich probiere alles aus. Wenn ich in Amerika bin, da gehe ich zu Sephora. Da sagt meine Chefin hier in der ersten Reihe, sagt, oh, komm jetzt. Ich schmier mir alles und probiere und lass mich beraten, weil ich möchte ja auch nicht älter werden. Also ich bin jetzt 55, ich will aber auch immer noch gut aussehen. Ich habe einen 13-jährigen Sohn. Natürlich gut aussehen, aber dabei natürlich sein. Und was wollte ich denn jetzt von mir jetzt stehen geblieben? Sie wollten mich fragen, ob ich Sie einschreibe in unser System. Nein, aber das ist wirklich, ich habe so etwas wirklich noch nie erlebt. Also, dass ein Versprechen gehalten wird. Man sieht es in dem Moment, wo man es aufträgt. Und wenn ich sonst eine riesenteure Creme, La Mer oder was es da alles gibt, da warte ich erstmal ein halbes Jahr und gucke, tut sich da was und irgendwie sieht man es aber nicht. Das, was wir immer erzählen. Aber man sieht es ja sofort. Dieses Subjektive, ja. Eventuell, du hast das Gefühl, dass man sagt, wenn ich jetzt unter vergrößert Großglas schaue, dann will ich eventuell eine Verbesserung sehen. Aber tatsächlich, dass ich diesen Soforteffekt habe, den habe ich nirgendwo anders. Und ich denke, das hat jeder hier im Raum schon festgestellt. Ist uns natürlich ein Traum, wenn wir eine derart prominente Fürsprecherin gefunden haben, was das Produkt angeht. Sie sprechen auch mit Moderatorinnenkollegen darüber, jetzt außer, dass die Sie ansprechen oder... Ja, also ganz ehrlich, ich möchte ja eigentlich am besten aussehen von denen allen. Wie willst du? Ich habe mit denen gesprochen und die werden es auch nehmen. Ja, da ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Eigentlich ist ja so ein Geheimnis. Ne? Sieht man sich die Konkurrenz groß. Ja, so ungefähr, aber ich kann meinen Mund gar nicht halten. Weil wenn ich von was begeistert bin, dann muss ich das auch raushauen. Ja. Klingt überzeugend, oder? Kann ich hier nochmal in die Richtung und vielleicht um das Mikro bitten? Bitte. Danke. ja? Ich habe ein eigenes. Okay. Das ist mir aufgefallen. Habt ihr weitere Aktionen vor? Weil wir haben ja jetzt nur im November ist ja richtig was passiert. So, ich weiß auch, dass vom Ralf Metz, er hat mir das eine oder andere schon mal so inkognito gezeigt, dass da noch andere Dinge aufgezeichnet worden sind, außer der Stimme von Birgit Schrowanger und nette Fotos, sondern sind ja noch ein paar Highlights, die irgendwo so dann das Licht der Welt erblicken in Kürze. Ralf? Bleibt spannend, genau. Und da sind ja noch ein paar Dinge, die uns erreichen werden, die euch erreichen werden in den nächsten Tagen. Was habt ihr für weitere Pläne? Wir haben ganz viele Pläne. Wir haben marketingtechnisch extrem viele Pläne, weil wir werden den Weg, den wir jetzt eingeschlagen sind, natürlich erfolgreich fortführen. Das bedeutet, wir sind ja aktuell in Deutschland, Österreich, Schweiz mit der letzten Kampagne, mit der TV-Kampagne sehr erfolgreich durchgestartet und
Parallel werden wir natürlich genau diese Dinge in anderen Ländern, die wir bereits aktuell exklusiv unsere Produkte vertreiben, so in den neuen Ländern, die hinzukommen werden, dort werden wir natürlich genau solche Aktivitäten auch starten, damit wir gemeinschaftlich mit unseren Partnern weiterhin wachsen und der Erfolg auf Dauer bei uns bleibt. Klingt nach einem Plan, oder? Wir haben natürlich ganz, ganz viele Dinge schon vorbereitet, aber ihr habt ja gestern Abend schon mitbekommen, auch meine Begeisterung ist, ich glaube, mittlerweile nicht mehr ganz so groß wie die von Frau Schrohwage. Die hat mich von gestern, glaube ich, jetzt deutlich übertroffen, aber wir haben so oberstarke Dinge vorbereitet. Lasst euch einfach überraschen, es wäre jetzt zu früh, Details zu sagen, weil denkt dran, wir werden beobachtet und das soll auch weiterhin so bleiben, wir werden aber grandios zuschlagen. Jetzt haben wir ja vor, wie Sie mitbekommen haben, auch gerade eben, wir hatten uns vorher schon privat ein kleines bisschen unterhalten und da habe ich Ihnen die Fotos gezeigt von dem Eyelash, von diesem Wimpernwachstum. Da war Ihre Reaktion, wie war die? Da habe ich gesagt, oh, das kriege ich heute geschenkt, ich freue mich darauf. Benutzt, also von einer anderen Firma, von dem M2-Lashes. Ich habe es aber dann sein lassen, weil mir jemand gesagt hat, da verändert sich irgendwie die Farbe, die Iris, Chemie und so. Und jetzt haben sie mir gesagt, also das Eyelash ist genauso wie das Semolift-Serum, also mit natürlichen Inhaltsstoffen und da ist überhaupt keine Gefahr, das kann man auftragen. Bei dem anderen war ja immer noch so ein bisschen, kann auch grauen Star, habe ich mal gehört, günstigen, habe ich dann die Finger davon gelassen. Aber das würde ich jetzt bedenkenlos nehmen. Ich bin ja da kritisch. Ich habe ja auch gerne, ich gucke auf die Inhaltsstoffe und will mir nicht irgendwie was anzüchten und da freue ich mich richtig drauf. Braucht man nicht mehr diese Wimpernverlängerung machen. Klingt nach einer weiteren Werbekampagne. Aber jetzt habe ich mal eine Frage hier an die Herren. Nehmen Sie die Produkte denn auch? Die Männer sind ja eitel heutzutage, ne? Nehmt ihr die auch alle? Heutzutage sind die Männer ja metrosexuell. Die rasieren sich ja die Beine und lackieren sich die Fingernägel. So klar lag es. David Beckham hat das ja vorgemacht. Aber Männer sind die eitelsten überhaupt. Wenn ich in der Maske sitze, jetzt verrate ich mein Geheimnis, mit Peter Klöppisch sitzt neben mir. Da noch was. Aber hallo, da denke ich immer, Mensch, die Männer sind wirklich eitel. Aber ich finde ich ja auch gut, dass Männer sich auch pflegen und eitel sind. Sie finden, sieht man diese Zieh nicht an, oder? Finde ich auch super. Perfekt. Also, wir haben auf jeden Fall, können wir konstatieren, wir haben ein Fürsprecher für die Produkte, der A prominent ist, den B jeder kennt und der tatsächlich noch eine persönliche Begeisterung für die Produkte empfindet. Das ist das, was mir jetzt gerade hier ganz besonders entgegenspringt und was neben der Person wirklich Schrohwage uns natürlich, glaube ich, als Vertrieb auch außergewöhnlich sympathisch ist. Weil es ist natürlich immer, wenn ich jetzt jemanden als Fernsehzuschauer dann sehe und sehe, ach ja, guck mal, der macht jetzt wieder hier für Haribo, ist ja egal, was, ja. So, ob er die tatsächlich jeden Tag isst, sonst würde er anders aussehen. Ich will jetzt nicht über Kollegen sprechen, aber wo ich mir dann so denke, naja gut, für Geld kann man sowas machen. Aber das muss ich sagen, ist außergewöhnlich sympathisch, wenn ich feststelle, dass tatsächlich diese persönliche Identifikation vorhanden ist. Total, und ich freue mich so auf die neuen Produkte, was da noch kommt. Ich kann es gar nicht abwarten. Und wenn ich zum Beispiel auf den roten Teppich gehe und ich mache mir dann vorher das schön drauf und so alles glatt und genieße ich natürlich auch, wenn ich gucke und sage, wie macht denn die das? Die ist doch schon 55. Die ist bestimmt geliftet. Ich bin aber nicht geliftet. Das ist, glaube ich, das, was dann auch gerne mal unterstellt wird, oder? Ja, natürlich. Also ich habe auch wirklich Glück, auch mit den Genen und so. Und ich habe mich immer gut gepflegt und immer abgeschminkt und immer gemacht und Augencreme und hier und da. Und da freue ich mich jetzt natürlich, dass ich das nicht mehr brauche, sondern ein Produkt also für alles sozusagen benutzen kann. Aber ich bin nicht gespritzt und nicht geliftet und wenn das irgendwelche Neider, man sieht es ja auch. Also man sieht es einfach. Man sieht das den Frauen meistens an. Also, und ich freue mich, wenn ich das weiter so aufrechterhalten kann. Hat mir vorgenommen,